Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Super Mario 64 Randomizer. Mein Name ist Sig26, wir gehen direkt zurück ins Spiel. Ich mache euch natürlich den Sound auch wieder an. Mario schläft bereits. Ich hab mir noch was überlegt, wo wir hin könnten. Wir brauchen ja auch noch einen Stern, dann haben wir eine weitere Welt hier in der Oberwelt freigeschalten. Wir können aber noch ein bisschen rumtricksen. Weil wir können ja hier hoch. Hier. Weil hier kommt man jetzt zum Pool sozusagen. Also zum Außenbereich des Schlosses. Da kann ich das Wasser ablassen, dann haben wir vielleicht eine Welt mehr. Weil draußen ist ja ein Schalterpalast. Diese Schalterpaläste sind natürlich auch zufällig generiert. Das heißt, dort könnten auch Level drin sein. Und deshalb werden wir jetzt genau diesen Ort mal abchecken. Es könnte sein, dass auch nach wie vor der Schalterpalast dort ist. Es könnte aber auch sein, dass dort eine Welt ist. Das heißt, wir gucken jetzt hier mal rein. Hier ist wirklich der Schalterpalast. Gut. Jetzt haben wir leider ein bisschen Pech. Ach. Okay, wir haben sie. Die Frage ist, wo sind jetzt die anderen roten Münzen? Hier sind noch drei da oben. Wo ist diese rote Münze? Die schwebt. Wir gehen mal hoch und gucken mal. Oh nein, heiß, heiß, heiß. Okay. Ich tanze ein bisschen mit dem Feuer. Oh nein, heiß, heiß. Hier drin ist... Komm schon, hoch da. Dass ich mal zu oberst bin wenigstens, dann kann man etwas besser abschätzen. Hier ist noch eine rote Münze. Oh, heiß, heiß. Oh mein Gott. Da ist noch eine. Wo ist denn die eine Münze, die so unerreichbar ist? Also hier ist noch eine Münze. Diese Münze ist von der schrägen, oder? Also, dieser Stern gefällt mir ja gar nicht. Oh nein, 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 ich bin wieder runtergefallen. Okay. Hier können wir auf jeden Fall mal eine Münze holen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Aber so kommen wir schneller hoch. Muss ich jetzt wirklich auf diese Münze springen? Gut, habe ich geschafft. Hier. Warte mal. Okay, ich hab sie. Ich hab sie. Ich muss bremsen. Ich muss bremsen. Ich muss bremsen. Okay, springt besser ab. Okay. Okay. Ah, Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Ja? Das wäre schön, wenn ich den roten Münzenstern holen würde. Hier ist noch einer. So, jetzt stopp, 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 stopp. Habe ich irgendwo Ruhe von Feuer? Nee, nicht wirklich. Ich geh mal rüber. Hier habe ich Ruhe von Feuer. Natürlich ist die letzte Münze da oben. Ach. Wir haben übrigens immer noch die Gefahr, dass wir den Stern gar nicht holen können. Vielleicht falle ich jetzt auch runter, man kennt's, ne? Ach ne, das war nicht so gut, aber es funktioniert. Gut. Wir haben den roten Münzstern haben auf jeden Fall. Oh nein! Oder auch nicht. Okay, stopp, stopp, stopp. Eins, zwei, drei. Okay. Oh, oh, ich wurde gerade ein bisschen nervös. Na klar, müssen wir zurück. Ha. Kommen wir hier locker zurück? Boah, shit. Im Weitsprung können wir es vergessen, ne? Wir müssen auf die Plattformen.
Okay. Der Aufwand für diesen Stern. Ich würde sagen, der lohnt sich nicht. Ach, Mann. Aber hey, wir haben ihn gesehen, ne? So, jetzt ist hier habe ich den ersten Moment, wo es etwas heikler wird. Weil wir haben jetzt wieder so den Punkt erreicht, wo ich sage, ja, okay, das ist nicht so gut. Lass mich bitte raus, Mann. Hier kommen wir, glaube ich, nicht durch, oder? Nee. Das heißt, wir müssen wieder hier lang. Wir bräuchten nur einen einzigen Stern mehr. Wir könnten auch Wiggler kaputt machen. Wiggler könnte man noch kaputt machen. Oder ins wir kommen nicht raus. Wir kommen nicht raus in den Garten. Dort war ein Toad irgendwie. Ach, hier kommen wir rein. Ja, perfekt. Hallo, Toad. Hallo, was geht? Gibst du mir Sternchen? Nö, gibst du mir ein Sternchen? Hallo, gib mir ein Sternchen. Nö. Aber wir haben hier eine neue Welt. Deshalb halb so wild. Wohin kommen wir? Schalterpaläste sind so der Trostpreis hier, ne? Diese Welt ist sehr, sehr schwierig. Okay. Kommen wir hier rein vielleicht? Nee. Fünf Sterne mehr. Vier. Hoch kommen wir nicht, oder? Noch einen. Und hier unten. Also gut, komm, wir besiegen mal Wiggler. Ich hoffe, der Stern... Ich hoffe, der Stern ist einfach. Vielleicht kommen wir auch irgendwo oben raus. Das wäre schön. Nee, nicht wirklich. Wobei, wir haben ja schon vorher gesehen, wir kommen hier hoch. Okay. Weil ich glaube, das Loch muss ich nochmal aufmachen. Wenn ich klein bin, dann kann ich an die Spitze und dann machen wir Wiggler. Ich meine, die Piranha-Pflanzen können wir auch nochmal angehen. Die wissen wir jetzt, wie wir hinkommen. Hier müssen wir nur schnell an die Spitze. Aber ich bin... Wieso kommt man hier nicht hoch, ne? Okay, dann gehen wir da außen rum. Oder auch nicht. Aber so komme ich bestimmt wieder hoch, oder? Ja, ich habe gesagt, ich komme hoch. Nein, heiß, heiß. Ich lasse mich bisher sehr gern verbrennen, ne? Ist nicht so gut. Wir könnten bei Wiggler noch das Pech haben, dass der Stern nach unten geht. Und dann sind wir eh aufgeschmissen. Da oben ist auch noch eine Piranha-Pflanze. Wir haben... Es muss zwar noch eine Box haben hier, weil hier gab es eine Box. Hallo, Wiggler. Wo bist du, Wiggler? Ich meine, der Stern da unten wäre eigentlich auch nicht so komplex. Wenn ich nicht so schlecht gewesen wäre. Sorry. Ich springe nicht gerne auf den Kopf, weil ich dich eigentlich sehr nett finde. Aber du plapperst eh zu viel. Ja, ich gehe runter. So, Stern, bleib hier oben, bitte. Er bleibt da oben. Das ist schön. Wir können in eine neue Welt. Dort haben wir vielleicht neue Möglichkeiten. Zum Glück habe ich den Stern bekommen, ne? Das sah jetzt in so einem Momentchen so aus, dass ich ihn nicht bekomme. Sehr schön. Das heißt, wir gehen mal rein und wieder raus. Weil im Aquarium können wir nichts machen.
Ist eigentlich eine schöne Sackgasse, in die wir uns da zu Beginn reingeteleportiert haben. Wir gehen mal hier rein, genau. Ich hoffe nicht, dass Bowsers Welt hier drin ist. Ah, das ist die Wüste. Oh nein, heiß. Heiß. Okay, stopp, 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 stopp. Hier gibt es einige. Au, heiß. Wieso immer? Wieso verbrennt ihr mich immer? Da ist ein Stern. Zur freien Verfügung. Den hole ich. Und mit dieser Welt haben wir den ganzen unteren Stock freigeschalten. Nicht den ganzen, aber wir haben zwei Welten. Wir gehen weiter hier rein. Oh, das Lavaland. Okay. Oh nein. Der Bulli da oben. Wir brauchen. Haben. Die Flügelkappe hätten wir schon, ne? Oh. Die Bullis sind auf der richtigen Plattform, ne? Es gibt aber drei. Diese Welt ist nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ach. Gut, dich hätte ich. Und tschüss. Wir können auch zum Bulli hochfliegen, ne? Zum Bulli-Chef. Zum Glück haben wir die Flügelkappe bereits. Ja, also reicht locker. Kleiner Kampfbereich, aber ich hab's geschafft. Natürlich fliegst du auf die andere Seite des Levels. War das jetzt die 1 oder die 4? War das die 1 oder 4? Ich hab, das sollte eigentlich die 1 sein, oder? Ja, wir haben den falschen Stern eingesammelt. Aber ich würde sagen, wir werden hier jetzt ein bisschen Sterne sammeln. Die Lava-Welt eignet sich sehr gut dafür. Nein! Easy. Es war die 1. Ich hätte auf die Zahl achten sollen. Ja, jetzt kommt die Treppe. Jetzt brauche ich sie auch nicht, ne? Wir kommen zwar rüber, ne? Oh, was mache ich eigentlich? Außer mir den Arsch verbrennen. Naja, wir gehen mal weiter. Au, heiß. Ach, ich hab's eigentlich in diesem Spiel bisher mit Feuer, ne? Das ist übrigens auch eine Welt, wo die 8 roten Münzen einigermaßen gehen. Das ist wieder ein Stern. Ah, doch, hier muss ich hin. Den nee, muss ich haben, den 1. Der ist nicht an, die gleich, nicht an den gleichen Ort geflogen. Okay. Die 8 roten Münzen kann man sich auch überlegen. Wir haben bereits ein Siebtel geschafft, was sehr cool ist. Also, ja, ich beeile mich ja nicht so, aber... Bulli de Bullis. Ah, das sind diese, ja. Danke! Das war Rache. Geh weg. Geh ins Lava. So. Wo ist euer letzter Freund? Ist das der? Ich glaube schon, oder? Wobei, er leuchtet nicht. Er müsste irgendwo anders... Ah, da hinten nicht sehen. Ich habe ihn gesehen. Hier hinten ist er. Komm schon. Ich fliege jetzt in dich rein. Danke, Puzzle. Und wo ist jetzt dieser Bulli gespawnt? Da hinten. Och, nö. Attacke! Ja! Attacke! Diese Sterne in diesem Level fliegen hin und her, ne? Wo ist er? Da hinten. Ja, das geht ja noch. Oh, oh. Heiß. Gut. Hier ist er.
Perfekt. Wir haben schon 3 Sterne hier, ne? Das ist schön. Oben, das heißt, wir haben... Oberhalb haben wir jetzt schon 3 Sterne eingesammelt, ne? Das heißt, oberhalb werden nur noch die 3... Oh nein, ich bin nicht falsche Welt reingegangen. Gehen wir zur Regenbogenraserei. Ach du Schande. Kommen wir hier überhaupt weiter? Ja, hier mal hin. Ach du Schande, die Regenbogenraserei ist hart. Wir gucken mal, wo es Sterne hat. Hier hinten lächelt mich schon einer an. Da hinten. Die 1. Dahin würden wir kommen. Sollen wir mal zu 1? Darüber komme ich. Hier gibt es ein bisschen Wind. Nein! Aber ich komme raus. Okay, ich habe es geschafft. Ich habe überlebt. War es das wert? Ich glaube nicht. Funktioniert hier das Herz? Irgendwie nicht. Schade. Ah, hier ist der Rotstern. Nehme ich den. Den habe ich per Zufall entdeckt. Ist auch schön. Da sind wir jetzt sind wir auf dem oberen Stock. Das ist auch schön. Sollen wir direkt hier rein? Komm, wir gehen direkt hier rein. Die Regenbogenraserei. Oh, es wird... Wir gehen in den Winter, ins Winterland. Oh, der hier ist der Big Bully. Den können wir auch kaputt machen. Ich glaube, das mache ich direkt als erstes. Ein Frostbully. Und da heißt er auch Bully. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das ist auch einfach ein Bully. Der Kampf geht an mich. Natürlich geht der übers Wasser. Hier ist auch Stern Nummer 2. Okay. Au. Das war fies. Ja, ist die Frage. Also ich, den kann ich auf jeden Fall vom Wasser rausholen. Auf jeden Fall. Ja, er friert zwar während dem Jubel, aber okay. Okay. Oh, du könntest einen Stern haben vielleicht. Nee, leider nicht. Hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht raus, oder? Leider nicht. Das heißt, wir müssen wieder in diese Welt. Wo kommen wir raus? Dire Dire Docks. Oh Gott. Unter Wasser? Wir gucken mal. Hier ist Kies. Ach, nee. Kommt man wirklich an die 3? Oh. Ist hier ein Stern? Fliegt hier ein Stern rum? Aha, so, so. Na, hier ist nichts. Hier sind 2 Kisten. Hier ist auch die 1. Machen wir die 1 mal auf. Die 3 könnte knifflig werden. Ich meine, ich werde jetzt schon angesogen. Die 2 ist da. Das heißt, wir versuchen einfach die 3. Ich meine, es kann nicht mehr schief gehen. Es kann nicht mehr schief gehen. Aber ich glaube, es könnte schief gehen. Okay, das reicht. Oder schnell raus da, Mario. Schnell. Gut. Das heißt, die letzte Kiste muss auf dem Weg sein. Das ist eigentlich eine Welt, die auch sehr, sehr gut ist. Hier liegen sehr viele Sterne rum. Hol mal ein bisschen Energie zuerst. Let's go. Ich finde es eigentlich schön, dass man hier die Lebensleiste mit der Luft verbunden hat. Hier müsste eigentlich noch die letzte Truhe sein. Okay, hier ist die letzte Truhe nicht. Hat sie doch nach oben getragen? Die roten Münzen sind hier auch nett. Da ist ein Stern. Warte. Jetzt machen wir zuerst. Jetzt habe ich die Kisten schon mal geöffnet. Wo könnte die letzte Kiste sein? Ist die oben?
Oder habe ich die jetzt einfach komplett übersehen? Da oben ist auch ein Also hier liegen wieder Sterne rum. Aber ich möchte jetzt eigentlich die vierte Kiste, ne? Aber ich sehe sie nicht. Sie könnte höchstens noch hier oben sein. Ne, hier ist sie nicht. Leider nicht. Den einen Stern habe ich jetzt übersprungen. Soll ich den holen? Komme ich da noch hoch? Okay, das war glücklich, aber wir holen zuerst diesen hier. Okay, 14 Sterne. Wo ist diese vierte Kiste? Oh, das in den Lava-Tempel, ne? Oh nein, die Rutsche. Die königliche Rutschpartie. Wir müssen mal gucken. Langsam. Wir dürfen jetzt ausnahmsweise langsam rutschen. Ich kann mich ein bisschen retten. Ich kann mich auch nach oben retten. Aber wir brauchen einfach... diese eine Truhe. Diese eine Box. Einen Geschwindigkeitsstern haben wir bereits. Da ist sie. Wohin gehst du? Ah, du bleibst hier. Okay, den habe ich. Okay, die königliche Rutsche ist tatsächlich abgeschlossen. 15 Sterne. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mit den 70 Sternen könnte noch schwierig werden. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe sogar das Gefühl. Aua. Okay. Oh, nö. Hier fliegt auch schon mal der Geier mit dem Stern rum. Sollen wir den mal direkt ärgern? Ich glaube schon, oder? Dann lassen wir es halt sein. Ist okay. Aber nochmal in die Lava-Welt gehen wir. Ja, wir haben 3 Sterne an der Oberfläche. Der zweite ist... Der dritte ist noch... Oh, ja, super. Das ist ja der Trostpreis von Spawn, ne? Hier ist auch eine rote Münze. Ach, du heiliger Bimbam. Ja, das wird jetzt echt, echt schwierig. Ja, ich muss jetzt... Oh, shit, das wird nichts, oder? Nein, das... Da hatte ich jetzt etwas Pech mit dem Spawn. Ich möchte eigentlich gerne noch in den Berg gehen. In den Berg, in den Vulkan natürlich. Ich möchte den Vulkan gucken. Möchte ich mich spielen? Kann ich hier... komme ich hier drüber? Moment, da komme ich doch rüber, oder? Man kann sich ja auch drüber glitschen. Ja, perfekt. Da komme ich natürlich auch so rüber. Perfekt, perfekt, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Gehen wir in den Vulkan. Okay, hier dürfen 2 Sterne rumliegen. Da ist einer. Dann kommen wir dran vorbei. Den zweiten sehe ich gerade nicht. Es sind 2 hier drin. Ich nehme den da auf jeden Fall mal mit. Es sind wirklich 2 hier drin. Und wenn 2 Sterne hier drin sind, dann sind 2 Sterne hier drin. Er könnte natürlich trotzdem weiter oben sein. Ich möchte das eigentlich auch gerne noch weiter abchecken. Deshalb gehen wir noch mal rein. Okay, der Spawn ist viel, viel besser. Okay. Schönes Gimmick hier. Aber ich gehe noch mal in den Vulkan. Ah, guck, hier oben. Zu oberst ist er. Da ist natürlich... Jetzt ist etwas glücklich gewesen mit dem Spawn, aber... Mit dem Spawn, mit dem Spawn. Ich glaube, der Hase dürfte jetzt auch hier sein. Warte mal. Hase, kommst du auch? Ah ja, guck, er kommt auch. Hallo, Hasi.
Au. Ich möchte noch den Hasen fangen. Den hätte ich doch gehabt. Ich habe den Hasen schon länger nicht mehr gefangen, ne? Darum sieht es jetzt etwas unbeholfen aus. Jetzt habe ich ihn. Perfekt, noch einen geheimen Stern hinterher. Da-da. 18 Sterne. Jetzt geht's rund. Geh mal herein. Wo komm mal her schon wieder hin? Ah ja, stimmt. Ach ne, schon wieder so ein hoher Spawn. Hier hinten ist was. Wie komme ich denn da hinten hin? Das ist ja fast der gleiche. Moment mal, hier unten haben wir einen übersprungen, ne? Den da oben. Okay, ich bin ganz runtergefallen. Naja. Wir haben ja schon direkt geguckt, was drin ist. Das heißt, wir gehen mal weiter. Gehen hier hoch. Mal hier reingucken noch. Ah, das Schloss. Big Boohoos Schloss. Oh, die Geister sind draußen. Das ist Big Boo. Ich komme schon aufs Dach. Auch wenn die Treppe nicht ausgefahren ist. Ist ausgefahren. Treppe, ich glaube, ich sitze hier lang, oder? Ja, ist es. Ist jetzt zwar hart, aber es könnte funktionieren. Nein, wie ist er auf dem Bauch, Mario? Wieso rutschst du auf dem Bauch, Mario? Wir haben jetzt schon einige Welten gesehen, ne? Ich spiele noch nicht so lange. Und der Fortschritt ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt sind hier auch noch 2 Sterne, ne? Wo ist der eine? Ich glaube, das ist der, den ich gespawnt habe, oder? Big Boos Balkon, ich glaube schon. Aber wisst ihr was, Leute? Das ist zuerst mal das Ende des zweiten Parts, ne? Da wir sowieso keinen Sound haben, gerade im Garten. Perfekt für die Endcard. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß daran. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer Ink26. Ciao zusammen.